Seid gegrüßt, moin, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute mal wieder in der Folge Bauen, und zwar auf der Abernathy Farm, wo unsere Massenproduktionsanlage ist. Denn ich bin mit dem einen oder anderen nicht zufrieden, und zum anderen möchte ich meinen Spieltrieb wieder etwas ausleben. Von daher habe ich mir gedacht, baue ich heute hier mal eine Folge weiter an dieser Anlage. Denn zum einen habe ich jetzt in der Vergangenheit schon gesehen, dass hier ein Haufen Zeug daneben liegt. Das passiert ja immer mal wieder mal, wenn ich mich teleportiere oder ähnliches. Das ist nicht so schlimm. Aber unter diesen Platten soll noch ganz viel Zeug rumliegen. Also ich gucke mal hier runter. Ah, jetzt liegt hier gerade mal nichts. Aber hier sammelt sich immer eine ganze Menge. Und ich will das hier auch ein bisschen verändern. Und hier auf jeden Fall Betonplatten hin tun, dass das gar nicht mehr erst bis hier runterfällt und aber auch Gegner dann nicht hier rein teleportiert werden, sondern dann hier oben und besser gekillt werden können. Zum anderen möchte ich es machen, dass alles, was ich hier drüben baue, also wieder zerlege an Waffen, Rüstung und ähnliches, dass ich nicht erst wieder bis ganz vorlaufen muss, sondern möchte ich hier gerne einen Aufzug hinbauen, und dann wird das bis ganz vorgeführt und das macht dann die Maschine für sie, mich selber. Und zum Zweiten, was mir aufgefallen ist, wir haben ja hier diese Rüstungsschmiede und die hat ganz viele Stahlkugeln drinne. Das ist ja auch richtig so. Also hier 300, über 300 Schallkugeln hat sie drinne. Und ich wollte mir einfach den Spaß machen, diese Kugeln, weil die ja eh noch nicht gebraucht werden, wieder zurückzuführen. Und wollte mal testen, wie hoch kann ich hier eigentlich auf dieser Abernathy Farm bauen. Also wie hoch ist das Maximum, was das Spiel loslässt mit Mods, um dann sozusagen den Turm der Kugel zu bauen. Ja. Und da dürft ihr mir über die Schulter schauen, gucken, wie sich das entwickelt. Ich lasse das hier noch ein bisschen durchlaufen. Und geplant ist halt, dass hier unten dann der Beginn ist, dass hier sozusagen ein neuer Aufzug hochgeht und ganz weit hochgeht. Und ja, ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich mache euch auf Timeline drauf und dann sehen wir weiter. Natürlich werde ich auch hier ein bisschen wieder aufräumen. Wie gesagt, da fällt immer mal was daneben. Das ist zwar ärgerlich, aber das sind wir ja schon gewohnt. Wie gesagt, hier unten werde ich nichts verändern, aber diesen Turm werden wir mal bauen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie weit wir hochbauen können. Mal schauen. Deswegen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich fange mal an zu bauen. Bis gleich.
So, ihr habt es gesehen. Den Boden habe ich komplett ausgetauscht. Da lag jetzt auch einiges schon darunter. Und darum geht es ja, das will ich ja vermeiden. Und ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir machen direkt weiter. Hier habe ich schon den Anfang gemacht. Da soll es dann hochgehen. Hier daneben kommt noch was rein. Also hier werden die Steilkugeln lang gehen. Da brauche ich nur ein bisschen hinterlaufen. Das ist okay. Hier hinten werden wir noch einen hinsetzen. Und dann passt das hier auch. Genau, den werden wir dann hier hinten hinsetzen. So machen wir das. Wir sehen uns gleich weiter. Ich entlasse euch wieder in den Schnelldurchlauf. Bis dahin, bis gleich.
So, das erste ist bereits fertig. Ah, hier die Steilkugel noch ein bisschen rumlaufen lassen. Und genau um die soll es ja am Ende auch gehen, das zweite Projekt jetzt. Denn wir wollen ja ein bisschen Spaß haben. Wie viele haben sich denn hier gestaut? Einiges, weil wie gesagt, hier kommen immer mal die Eimer raus und dann staut es hier die Stahlkugeln. Aber okay, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Mal gucken. So. Alles klar. Herr Kommissar, einwandfrei. Super. Okay, da haben wir das nämlich jetzt auch. Hier draußen ist der neue Weg. Ich brauche hier unbedingt noch eine Tür, damit ich hier im Ernstfall immer mal wieder reinkomme und rauskomme. Das mache ich jetzt noch schnell. Und dann kann ich euch zeigen, was wir jetzt schon mal gebaut haben. So, sehr fein. So, hier ist die neue Strecke. Und zwar alles, was ich jetzt an den Werkbänken zerlege, läuft jetzt hier durch, kommt von unten raus. Geht dann hier rüber und nach hinten und damit passt das und kann dann wieder ins System zurückgespeist werden, ohne dass ich mich darum kümmern muss. So, und ich würde sagen, jetzt kümmere ich mich um die zweite Baustelle. Komme ich hier durch? Ja, ich komme hier nicht durch, so ein Mist, aber auch. Nein. Ach, macht einer wieder nicht mit. So, was ist denn hier los? Oh, ich krieg gerade eine Krise. Gerade krieg ich eine kleine Vollkrise. Oh, das geht weg. Komm, lass mich hier durch. Ja, jetzt sehr schön. So, und dann kümmere ich mich jetzt gleich um den nächsten Traum. Ihr kennt das Problem, Prozedere. Bis gleich.
So, ihr seht, so soll das Ganze entstehen, auch wenn ich hier gerade runtergefallen bin. Zwei Etagen haben wir schon, beziehungsweise insgesamt nochmal vier Etagen. Das Ganze, ich will mal gucken, wie weit hoch kann ich es bauen. Und wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch das Ergebnis. Bis gleich.